Einen wunderschönen. Guten Morgen. Wir sind mittlerweile in Banyos angekommen. Banyos. Das hat nichts mit Toiletten zu tun. Nein. Ausnahmsweise nicht. Und wir sind jetzt im Casa del Arbol. Und ich habe mich immer gefragt, weil ganz oft sieht man so diese Fotos mit dieser Schaukel. Und ich habe mir gedacht, wo ist das entstanden? Und jetzt sind wir hier und jetzt werde ich demnächst irgendwann schaukeln. Also wir sind hier, um zu schaukeln und hier drin zu gucken. Ich habe Angst ein bisschen. Sagen wir es mal so. Aber ich freue mich. Es ist unfassbar lustig. Robert stellt sich jetzt gerade an, dass er dann gleich dran ist. Ich finde es super witzig. Was ist los? Ich habe gesagt, dass ich es super lustig finde. Hast du Angst? Nein. Ja, da. Ich war gerade total. Ich habe einen Euro, Du hast einen Dollar. Ich habe nicht Angst, ich habe einen Dollar. Ich war gerade total am Zittern, weil es halt wirklich echt lustig ist und ein bisschen Überwindung, aber es war mega cool. Also man kann auch das machen, was sich dreht. Das ist ein bisschen zu viel für uns. Nein, definitiv nicht. Das ist zu viel für uns. Definitiv nicht. Wir haben auch wieder zwei Deutsche getroffen. Die eine ist gerade mit dem Schaukeln dran. Und ich filme. Und sie filmt. Und wir verlinken, Rosalie verlinkt euch zumindest von der einen den Kanal. Geht auch rein. Das soll irgendwas mit Fashion heißen. Keine Ahnung, jetzt macht sie. Die leben jetzt, glaube ich, seit 9 Monaten hier, ne? Wie lange bleiben die noch? 23 Jahre. Ich glaube, wenn sie 30 Jahre, 3 Monate noch. Okay, da gibt's Sinn. Dann ist es ein Jahr. Ja. Das ist übrigens die andere Seite, das haben wir nur gesehen vom oben, wo wir oben auf von oben auf dem Baumhaus waren. Baumhaus von oben. Und dieses Ganze hier, es kostet 1 Dollar Eintritt und dann hast du ein Restaurant, was echt wenig kostet, dass du hier nochmal schaukeln, wo du schaukeln kannst, da hinten auch nochmal schaukeln und so dieses, wie heißt denn das Ding, wo du dich da ranhängst? Du hast Slackline. Zipline? Zipline? Slackline ist, wo du drauf stehst. Ach so. So was Zipline? Das da. Erkennt man überhaupt? Ich weiß es nicht. Ist mir doch egal. Auf jeden Fall, ja. Und das kostet auch nur 1 Dollar Eintritt, dann darfst du aber alles machen. Außer halt Essen, muss man typisch sagen. Die haben sogar Banyos. Im Banyos. Verdammt. Entschuldigung. Ja, nein, jetzt haben wir gute Aussicht, wie man sieht. Ist leider zugezogen. Ist halt schade. Gibt Schlimmere. Aber ich glaube, ich schauke nochmal. Mach doch. Ich habe geschaukelt. Rosalie war der Meinung, mich anzustupsen. Und. Aua! Ich habe in meinem Gesicht gebremst. Ich habe es nicht gesehen, ich habe sie nur liegen gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Hier, guck mal, Knie sind offen, Hände sind offen. Habe ich mein Gesicht auch aufgerissen? Ja, du machst den Mund öfter mal auf. Ich habe tatsächlich, ohne Scheiß, ich bin jetzt. Ich wollte ihn anschubsen, bin einfach voll vorne. Ich bin so schnell gewesen, bin gestolpert. Bin so mit dem Gesicht nach vorne. Und mit meinem Gesicht nach unten. Ich hatte eher Angst, dass du. Ich hatte sogar Dreck im Mund. Ich hatte eher Angst, wenn du dich kurz nicht bewegt hast, ne? Beweg dich wenigstens das nächste Mal. Nee, es hat wirklich nur so kurz liegen. Nicht nur mir passiert irgendwas Dummes. Kannst du mir bitte hochhelfen? Ja, natürlich, Schatz.
Guten Morgen. Guten Morgen. Rosalie ist schuld, wie immer. Wir haben jetzt 8.32 Uhr und wir laufen jetzt und laden uns ein, wie heißt es nochmal, leihen uns ein Auto. Ein Auto. Ein Fahrrad. Dafür bin ich. Ein Fahrrad, yay. Yeah. Wir werden heute Fahrrad fahren. Wer mich kennt, Fahrrad. Robert hasst Fahrrad fahren, aber ich habe gesagt, Fahrrad fahren. Und ist ja dann gefahren. Erster Stopp, ja. Ich habe schon gemerkt, es ging ein kleines bisschen bergauf und ich war schon so. Ja, es ist halt Fahrradfahren, ne? Ja, deswegen liebe ich es auch so sehr. Genau, es sind zwei Wasserfälle, die wir uns angucken können. Diese Route wird auch irgendwie die Route der Wasserfälle genannt, weil hier halt ganz viele sind. Ja, so was? Ja. So, wir sind jetzt endlich angekommen auf der Straße, die mehr nur für Fahrräder sind. Ja, aber jetzt angekommen sind wir noch lange nicht. Nee, angekommen sind wir noch lange nicht. Wir haben ungefähr die Hälfte, mehr oder weniger die Hälfte. Es geht aber das meiste zum Glück bergab, deswegen ist es nicht so schlimm. Ne? Aber jedes kleines bisschen bergauf ist so. Ja, es hat nie ein Fahrradfahrer gewesen. Nee, doch damals, wo ich Fahrradfahren gelernt habe, bin ich in den Busch gefallen. Super. Das ist eine Geschichte. Und ich habe auch mal geträumt, dass man, wenn ich Fahrrad fahre, ist auch komisch, Fahrrad gefahren und dann bin ich wie Flugzeug zum. Ach so, geflogen mit dem Fahrrad? Nee, nur der Sitz mit mir. So, wie heißt denn das? Schleudersitz. Ja, genau. Deswegen mag ich Fahrrad fahren. Okay. Ist das irgendwas traumdeutungsmäßig? Ja. Hier auf dem Weg kann man noch anderes Zeug machen. Das hier in dieser Kugel, wo man dann so weggeschleudert wird. Wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Haben wir jetzt gerade verpasst, so ein paar Sekunden. Wir sind beim nächsten Wasserfall angekommen. Robert sieht ein bisschen zerstört aus gerade. Was? Ich weiß gar nicht, warum du. Das stimmt gar nicht. Mir geht's voll gut. Wir sind angekommen. Hey. Wir sind jetzt um die 15 Kilometer gefahren, 15, 16 Kilometer. Wir sind da, Eintritt kostet 2 Dollar pro Person und jetzt laufen wir rum. Übrigens sieht man das auch in einem Musikvideo von einem berühmten lateinamerikanischen Sänger. Nicky Jam! Ja. Wenn ich es nicht vergesse, ist es verlinkt in der... Ich erinnere mich dran. Erstens, wir haben zwei Kanadier zu verdanken. Älteres Pärchen gestern getroffen, danke dafür. Ihr werdet dieses Video wahrscheinlich nie sehen. Erst recht, weil ich Deutsch rede. Also mir gar. Und zweitens, da vorne gab es Erdbeeren mit Vanille, mit Sahne. Erdbeeren mit Sahne und Mango und Empanadas und sowas. Wir werden uns wahrscheinlich nachher sowas holen. Was Kleines und dann nochmal Mittagessen.
Es gibt hier noch einen zweiten Eingang, weil man auf der anderen Seite nur bis zu einem bestimmten Punkt kommt. Genau, jetzt sind wir noch auf die andere Seite gegangen, die kostet auch 2 Dollar Eintritt. Also, pro Person sind es 4 Dollar. Genau. Mal 2 bist du selber. Ja. Aber jetzt freuen wir uns drauf, weil auf der Seite wurde das Video gedreht. Falls ihr es schon angeguckt habt. Ist egal. Hauptsache Nicki Jam. Ich bin nass. Ich hoffe, man hört mich. Keine Ahnung. Wenn nicht, machst du. So. Man kann nämlich sozusagen hinter dem Wasserfall, dann wird man nass. Aber schön. Schatz. Ja, wir sind durch mit dem Ganzen. Jawohl. Bevor wir heute losgefahren sind, gab es noch eine Option zurückzukommen, denn nicht mit dem Fahrrad. Erstens regnet jetzt sehr, das ist gerade gar nicht mit. Aber es ist egal. Es regnet auf jeden Fall. Man kann mit dem LKW zurückfahren. Ja, okay. Laden das Fahrrad drauf. Laden dich dann hinten drauf und dann bist du mit auf der LKW-Fläche und dann kannst du zurückfahren. Also, hoffen wir mal, dass es so ist. Wenn du auch zurückkommen, weil das war sau anstrengend jetzt wieder mal. Ja, und mit dir wird es auch nicht ganz weh. Ich mag jetzt nicht mehr im Regen fahren. Wir essen jetzt noch schön. Rosalie macht die Mayonnaise und Ketchup drauf. Da geht's los. Wenn wir mit dem Truck zurückfahren, zeig das gleich deine Nummer. Was sollst du sagen jetzt? Vielen Dank fürs Zukommen. Dankeschön. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich glaube schon. Denkt immer dran, wir haben die Strapazen. Ihr müsst nur gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.